Lassen Sie uns noch eine Schlagzeile durchgehen. Bitte. Thema Bescheidenheit. Sie bekam als Minister ein stattliches Monatsgehalt um die 30.000 D-Mark. Trotzdem haben Sie Ihre Putzfrau zu 70% vom Arbeitsamt bezahlen lassen. Stimmt doch nicht. Die Berliner Zeitung hat wollen wir aussprechen? Ja. Die Berliner Zeitung hat freundlicherweise jetzt vor ein paar Wochen korrigiert. Es gab für die neuen Bundesländer eine Anordnung vom Bundesarbeitsminister Blüm. Haben Sie den Bericht bei? Den habe ich jetzt nicht bei. Den dann zählt aber, mein Bericht. Den können Sie aber nachlesen. Ja, der ist aber falsch. FAZ. Und das ist die FAZ von vor 100 Jahren. Naja, da ist es ja passiert. Das muss ja zu D-Mark-Zeiten anscheinend passiert sein. Es sei denn, der Skandal war meine vor zwei Ehefrau Tagen. Hat für eine Langzeit, meine Ehefrau hat für eine Langzeitarbeitslose einen Vollarbeitsplatz realisiert und die gesetzliche Regelung hieß, die Lohnnebenkosten werden für zwei Jahre vom Staat übernommen. Und das hat meine Frau als Arbeitgeberin gemacht. Das hatte mit mir gar nichts zu tun. Also es war ein Gesetz für den Osten, galt aber nicht für Familie Krause, weil wie bei der Einladung zu 30 Jahren bin ich weder Bürger noch Funktionsträger. Also eine Ente. Das war ein Ente. Fake News von der FAZ. Ja, und alle haben es abgeschrieben. Schmuddelblatt. Nee, die Berliner Zeitung hat das ja rausgebracht. Haben Sie den Bericht bei? Dem Idee, da hätten Sie vorher was sagen sollen, dass ich den Bericht ihm mitbringen soll, wenn Sie die Berichte nicht in der Können Lage Sie den sind, schnell holen? Zu recherchieren, dann muss ich bitte vom Fahrdienst dahin gefahren werden, wo der Bericht liegt, bei mir zu Hause. Sie kriegen 2,90 für einen Fahrschein der BVG vielleicht. So, Herr Krause, Sie der hatten... Der fährt nicht überall hin, die BVG. Doch. Ich wohne nicht in Berlin. Ist egal. Nicht können egal. Sie ja bis zum C-Bereich fahren und dann mit dem Bus weiter. Da muss ich zu Fuß laufen. Ja. Ich werde es RBB in Rechnung stellen. Machen Sie das. Wir freuen uns über jede Rechnung, die wir kriegen. Sie hatten noch mal ein ganz kleines politisches Comeback als Kreisvorsitzender der CDU in Rostock. Haben wir eine Matz vorbereitet? Ja, ich nehme die Wahl an. Also ich wünsche viel Erfolg und ich mache im Kreis Vorstandskorps, wenn Sie weitermachen. Alles Gute. Ja. Die einen brachten vor lauter Freude einen dicken, großen Blumenstrauß. Dankeschön. Eine andere war eher zurückhaltend. Ich muss gestehen, dass ich keine Blumenmame für den, aber ich gratuliere dir ganz herzlich und hoffe auf gute Zusammenarbeit. Ja, da bin ich sicher, dass es klappt. Angela Merkel war Ihre Nachfolgerin als Landesvorsitzende in Mecklenburg-Vorpommern. Und sie hatte keine Blumen für Sie? Also ich sparte ihm gerne. So sieht Freundschaft aus? Ob so Freundschaft aussieht, weiß ich nicht. Ich hätte ihr wahrscheinlich einen Blumenstrauß mitgebracht, aber sie hatte eben keinen bei. Sie haben Merkel 1990 zu einem Bundestagsmandat verholfen. Kann man sagen, ohne sie wäre Merkel niemals Kanzlerin geworden und Deutschland wäre somit dem Untergang geweiht gewesen? Kann man mit Sicherheit nicht sagen. Das ist schon die Lebensleistung von Angela Merkel. Und wie ist Ihr Verhältnis zu Frau Merkel heute? Haben Sie jetzt einen Blumenstrauß bekommen zum 30-Jährigen? Nach wie vor gut. Haben Sie Blumen bekommen? Nein, ich habe keine Blumen bekommen. Ich habe aber freundliche Geburtstagsgrüße zum 30. bekommen. Also von der Sekretärin schreiben Nicht lassen. Von der Sekretärin, sondern mit Originalunterschrift. Nicht gestempelt. Herr Krause, wir vom Sender haben alle zusammengelegt. Ach, das ist aber nett. Zum 30. alles Weil Gute. Der so schön Danke ist, für alles. Ich Ihnen den zurück. Nein, das ist ja ein Geschenk für Sie, Herr Krause. Ja, so wie Sie mein Geschenk weggelegt haben, lege ich den auch weg. Packen Sie es in Wasser, sonst verblüht er. So, was ist das Erfolgsgeheimnis von Angela Merkel? Hat sie rumgeschleimt oder wie lief das ab? Sie hat wenig falsch gemacht, muss man doch zugeben. Alles richtig gemacht, oder? Ich bin nicht traurig, bitte darum, dass Sie das lassen. Das ist Gesetz in Deutschland. Sie müssen denjenigen, der Ihnen gegenüber setzt, die Frage stellen, haben Sie was dagegen, dass ich rauche? Ich habe was dagegen. Haben Sie was dagegen, dass ich rauche? Ja, weil ich der Meinung bin, das ist keine Vorbildwirkung für unsere Jugend. Thank you.
Die Sucht, Herr Krause, die Sucht. Ja, ist schlecht, wenn man süchtig ist. Sie wollten in den 90ern auch als Privatbankier durchstarten und haben 12,5 Millionen D-Mark investiert. Woher hatten Sie das Geld? Es gibt in Deutschland Banken. Ach, Sie sind zur Bank gegangen, haben sich da 12,5 Millionen geliehen und haben damit denn eine Bank gegründet? Es waren keine 12,5 Millionen. Wie viel waren es denn? Müssen Sie die Bank fragen. Müssen Sie die anderen fragen. War denn, als Sie zu der neuen Bank gegangen war, die Tüte schwer oder leicht? Das war keine Tüte. Das war eine Überweisung. Ach, eine Überweisung. Sind das für Sie Peanuts, dass Sie das vergessen haben? Das ist überhaupt gar kein Peanuts, also Entschuldigung. Naja, aber man muss doch wissen, also so lange ist es ja nun auch nicht her, wie viel Geld das ist. Das ist, kann ich Ihnen genau sagen, 26, 27 Jahre her. Wissen Sie, vergessen? Wissen Sie, wenn Sie in meinem Alter, wenn Sie mal 67 Jahre alt werden sollten, wenn Sie weniger rauchen, kann das passieren. Was dann vor 27 Jahren im Detail war, das wissen Sie da auch nicht. Ja, wenn ich in meinem Leben einmal 12,5 Millionen Euro überweise oder D-Mark in dem Fall, das merkt man sich doch. Ja, muss man sich nicht merken. Warum denn? Sie wollen mir weismachen, dass Sie nicht wissen, wie viel Geld Sie sich damals... Ich will Ihnen gar nichts weismachen. Ich würde Ihnen lieber was schwarz machen, damit Sie zukünftig richtig wehren. Die CDU. Die steht nicht gut da, die CDU. Haben Sie gerade gesagt. Die steht sehr gut da, habe ich gesagt. Sie haben gesagt, die steht schlechter. Nein, sehen Sie, so wird aus weiß schwarz. Ja. Das wir werden Sie. Das auf jeden Fall so zusammenschneiden, dass Sie sagen, dass die CDU schlecht dasteht. Ja, dann machen Sie das. Dann machen Sie das. Das so schneiden Sie, Fernsehen. Schneiden, natürlich funktioniert so Fernsehen. Wir werden Ihnen so auch bei der in der Post ein so Lächeln ins Gesicht morphen. Bitte nicht. Hat man aber jetzt auch nichts mehr viel so gehört, war von der Bank? Weiß ich nicht. Wissen Sie überhaupt irgendwas? Wenn ich Sie jetzt, sagen wir mal, was ist 2 plus 2? Wir können uns gerne über Neutrinos unterhalten. Dabei das machen wir noch. Versprochen ist versprochen. Da gebe ich Ihnen mein Ehrenwort. Hat Ihnen da damals, also als Sie diese 12,5 Millionen oder da schätzungsweise irgendwas im Millionenbereich, was Sie eventuell überwiesen haben? Es war oder teuer. Da, bitte? Wollen wir uns einigen, es war teuer. Es war teuer. Ich weiß aber nicht mehr, wie viel. Es war im Millionenbereich, sagen wir mal so. 12,5. Mit Sicherheit falsch. Aber hat da keiner aus Ihrem Umfeld mal gesagt, Krause, tret mal auf die Bremse, du fährst doch den Porsche jetzt wieder gegen die Wand? Ich bin noch nie Porsche gefahren. Sie versuchten sich auch im Bauwesen, Ostimmobilien. Mhm. Prozessauftakt gegen Günter Krause. Der frühere Bundesverkehrsminister muss sich vor dem Rostocker Landgericht wegen Veruntreuung, Betrug und Steuerhinterziehung verantworten. Der Ex-Minister soll unter anderem als Firmenchef durch Spekulationen 6 Millionen Euro veruntreut haben. Das Urteil wird Anfang Juli erwartet. Lassen mich raten, Sie können sich an nichts erinnern? Ich kann mich ja sehr gut daran erinnern. Das Urteil vom Rostocker Gericht, und das steht natürlich in den Unterlagen nicht, wurde zu 100% vom BGH aufgehoben. Und die meisten Vorwürfe wurden freigesprochen. Hat natürlich nirgendwo in der Zeitung gestanden. Nee, nee. Und der RBB hat es auch vergessen zu berichten. Sie waren nicht im Knast, aber nee, das hat damit nichts zu tun. 14 Monate auf Bewährung bekommen. Das war eine Revisionsverhandlung, das war ja was völlig anderes. Was mich auch da interessieren würde bei den 6 Millionen Euro, wo ist die Kohle hin? Schweiz, Liechtenstein, der eigene Garten? Ja, wo soll die hin sein? Die sind in Bauprojekte geflossen. Mhm. Natürlich. In welche? Das Wunderstück hieß Volkshaus, falls Sie sich erinnern. Und davon sind über 500 in Deutschland gebaut worden. Für 6 Millionen? Die 6 Millionen haben bei weitem nicht gereicht. Ach so, da war also noch mehr Geld im Spiel. Also es waren keine Holzschuppen, sondern es waren richtige Häuser. Würden Sie sich selber einen Kredit über 6 Millionen Euro geben? Ja, warum nicht? Aber nicht vergessen. Nicht vergessen, dass du das... Jetzt muss ich selber kurz mal lachen, Herr Krause. Das ist, schön. Das ist mir auch noch nicht schön. Passiert. So schön. Haben Sie mal dazugelernt. Können wir kurz mal, stopp mal, die Kameras aus. Herr Krause, jetzt brauche ich echt eine Pause. Das ist ja, ja als Pause, wenn, das passt doch vom Sacko, als wenn die Pause Blaubeer haben, mir die gegenüber Pause sitzt. Die Pause haben wir nicht vereinbart. Es ist... Keine Pause. Wir haben kurz, wir haben kurze gesagt, Pause machen, Krause, Herr Krause. Ich lüfte mal Pause. Kurz. Ich lüfte mal kurz. Wir machen kurze Pause. Mach mal alle Kameras kurz aus.
Weil ich möchte auch nicht in der Sendung lachen, dann heißt es nachher, das ist irgendwie gegen Sie oder so. Darf ich, wenn wir gleich weitermachen, Sie einfach Klabauterkrause nennen? Sie dürfen sich eine Zigarette anmachen. Ich dulde das, ja? Damit Sie wieder ruhiger werden. Dass ja. Ich kurz eine rauche, ja? Ja, rauchen Sie kurz eine, gehen Sie aber am besten ins Publikum. Klabauterkrause. Tja. Mann. Haben Sie sich das alle zurechtgelegt, was Sie so sagen? Irgendwann muss auch mal ein Meister kommen. Sind Sie der Meister? Meister Eder oder für was? Für Sie auf jeden Fall. Und ich bin Pumuckl oder was? Oh. Das Publikum will doch auch was zu lachen haben, bitte? Oder? Seien Sie doch nicht so ernst. Das Publikum will was zu Sie lachen. Sind, es geht Sie um Ihr Leben. Das ist ja, Sie sind ja keine Witzfigur. Das ist ja wirklich alles passiert. Richtig. Und nein, das ist ja eben nicht passiert. Nichts? Ich sag nicht, dass nichts passiert ist, aber die Putzfrauenaffäre war keine. Das war deutsches Recht, was meine damalige Ehefrau genutzt hat. Es hat überhaupt nichts. Nein. Linke Tasche, rechte Tasche? Das ist die Unterstellung. Wenn ein Arbeitgeber einen Langzeitarbeitslosen beschäftigt und es gibt ein Gesetz, in dem drinsteht, die Lohnnebenkosten werden bezahlt, dann gilt dieses Gesetz in Deutschland nicht für Familie Krause, weil Krause natürlich weder Bürger noch Funktionsträger ist. Reden Sie immer in der dritten Person über sich, dass Sie... Muss man doch. Da sind wir in Deutschland auf dem Hund gekommen. Das Krause-Recht? Das hat mit Krause-Recht nichts zu tun. So, jetzt müssen wir noch über einen neuen Geniestreich unseres Glückritters, Herrn Professor Dr. Hastig, sprechen. Es geht, Sie wollen mit Neutrinos die Welt retten. Neutrinos, erstmal zur Verständigung. Was ist überhaupt Neutrinos? Ist das eine Schlagerband aus der DDR? Los Neutrinos, dass Sie vielleicht ganz kurz uns mal erklären, was hat es auf sich mit diesen Neutrinos? Neutrinos sind Teilchen, die permanent und kontinuierlich aus dem Weltall auf unserem Planeten mit mindestens Lichtgeschwindigkeit aufschlagen. Auf Ihren Daumennagel oder auf meinen 60 Milliarden Teilchen pro Sekunde. Wie viele Neutrinos sind jetzt gerade in diesem Raum? Das sind Hunderte von Billionen. Gab es in der DDR mehr Neutrinos als in der BRD? Nein, es gibt auf diesem Planeten weltweit der Anteil der natürlichen Neutrinos gleich verteilt. Dass es die gibt, das will ich ja gar nicht bestreiten. Aber? So, jetzt ist es aber so, wir haben mal nachgefragt bei Professor Dr. Christian Stegmann, Direktor für den Bereich Astroteilchenphysik am Deutschen Elektronen-Synchrotron. Ja. So, der hat uns Folgendes erzählt zu Neutrinos. Ja. Gerne. Aus meiner Sicht kann man aus Neutrinos keine elektrische Energie erzeugen. Das geht nicht. Dann muss man die Materie, die wir kennen, verdichten. Und das ist ein Beispiel. Man muss die Alpen nehmen und die Alpen auf einen kleinen Klotz, ich sag mal, von dieser Größe komprimieren. Und dann kann man einen Teil der Neutrinos aus der Sonne stoppen. Aus meiner Sicht also kann man so ein Material nicht entwickeln. Das können wir auf der Erde nicht. Ich lade aber auch alle ein, die das vielleicht versuchen wollen. Publizieren Sie die Ergebnisse, die Sie haben. Stellen Sie sich der Auseinandersetzung in der Wissenschaftsgemeinde. Das ist sicherlich der erfolgversprechendere Weg, besser als YouTube oder das Dschungelcamp. Tja, warum glauben Sie da trotzdem dran? Nee, ich glaube ja nicht dran. Ich habe es ja gemacht und ich kann das beweisen. In das Buch, ich habe ja das Buch geschrieben, man braucht es doch nur ernsthaft in sich durchzulassen, Sie mich doch mal ausreden. In Bücher kann man ja viel reinschreiben. Das ist ja kein Beweis. Das ist die Argumentation des Politbüros und das ist ja seit 30 Jahren glücklicherweise vorbei. So, und was kommt jetzt als nächstes, Herr Professor Wunderlich? Dass jetzt was, Sie, Professor Wunderlich? Sie finden jetzt also, Bernsteinzimmer und sorgen dafür, dass uns alle Schwimmhäute zwischen den Fingern wachsen? Oder? Ich suche es bei Ihnen zu Hause. Ich nehme an, Sie haben eine Bernsteinsammlung. Das war eine Sause, Herr Krause. Na, logisch. Deshalb haben Sie mich doch bestellt. Ja. Wissen Sie, dieses ganze Geschwätz über die Zukunft des Planeten ist dann kein Geschwätz mehr, wenn man durch Innovation wirklich was für den Planeten tut.